Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag meiner Radreise hier. Ich bin immer noch auf dem Campingplatz Via Claudia und mache mich heute auf den Weg nach Augsburg. Sind gut 110 Kilometer. Schaue ich mal, ob das mit meinem E-Bike-Akku so klappt, ob er da ausreicht. Und man hört schon im Hintergrund, es regnet, es ist Dauerregen. Ich habe mein Zelt noch nie im Dauerregen abgebaut, muss ich mal gucken. Innen drin habe ich schon alles so zusammengerümpelt jetzt hier und dementsprechend auch Regenschuhe angezogen. Ich werde mal schauen und dann, ihr werdet es gleich sehen, nachher sehen, ob das Zelt trocken wieder ausgepackt wird. Beziehungsweise das Zelt nicht, aber das Innenzelt sollte zumindest trocken bleiben. Man kann sich das Ganze ja auch noch schön reden hier mit dem Regen, denn weil ich die ganzen Regensachen jetzt ja angezogen habe, hier Regenjacke, Regenschuhe, Regenhose, habe ich natürlich weniger Gepäck in den Taschen und darum wird der Packsack heute auch nicht so voll. Das war gestern ja, das sah ja schon nicht mal normal aus, das sah ja aus, als ob ich eine Zweiraumwohnung auf dem Fahrrad transportiere, aber das lag auch daran, ich habe Volumen genug dabei und dann gibt man sich auch keine große Mühe mit dem Packen, jedenfalls gestern Morgen nicht. Und heute sah es schon anders aus, da habe ich schon ein bisschen besser sortiert. Gasthaus zu Illach. Ob es da schon Frühstück für mich gibt um 7:30 Uhr? Wohl kaum. Also wie die Wettervorhersage aussieht, der Regenradar, nehme ich das schlechte Wetter einfach jetzt mit nach Augsburg. Dazu hat morgen wohl noch nicht geregnet und das wandert jetzt mit mir. Aber da müssten die Wolken doch auch irgendwann leer sein, oder? Ich habe das Zelt ja weitestgehend trocken eingepackt bekommen. Außenhülle nicht, ist ja klar, aber Innenzelt, ich habe es ganz schnell eingepackt. Das sollte geklappt haben und das ist natürlich ein großer Nachteil bei so einem in Anführungsstrichen günstigen Zelt. Kostet jetzt ja, glaube ich, wenn man es neu kauft, 160, 170 Euro. Mein Black Deer. Und wenn man jetzt ein MSR-Zelt nimmt, also die Markenqualität, kostet um die 400, teilweise sogar an die 500 Euro, je nachdem. Da schwankt der Preis ziemlich. Jedenfalls, da hat man die Möglichkeit, das Innenzelt getrennt abzubauen. Sprich, die Außenkuppel aufbauen und dann das Innenzelt wirklich trocken reinzukriegen und trocken rauszukriegen. Ne? Das habe ich leider nicht und ich schaue mal, ne? Wie sich jetzt die nächsten Tage bewährt. Irgendwann scheint ja mal wieder die Sonne. Und wie sagt mein Freund Peter immer so schön, Regen ist flüssiger Sonnenschein. Liebe Grüße, Peter. Ordentlich Schlamm auf der Straße, es geht gut runter, da mit meinem Gewicht. Da fahre ich lieber ein bisschen langsamer. Aber es geht ja auch schon wieder rauf. Und bei 8% hier, da gönne ich mir ein bisschen Motor. Bin jetzt ein knappes Stündchen unterwegs, Kilometer 11. Und ich bin ja unterwegs ja auf der Deutschlandroute 9, D9. Und es ist ja auch die romantische Straße bis Würzburg. Und die werde ich auch so weit fahren. Und jetzt fahre ich erstmal nach Peiting, guckt, ob es da einen Bäcker gibt. Und sonst in Schongau. Da habe ich doch große Hoffnung. Was mir auch immer wieder auffällt hier, auch in noch so kleinen, ja, kann man Ortschaften gar nicht sagen, so Häuseransammlungen, das heißt jetzt Kreuth, ist immer noch wie eine Kapelle, ne? Gehört die wohl zum Hof dazu? Kann man meinen. Ihr wisst ja doch bestimmt. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ja, ich habe jetzt hier in dem Ort eine Bäckerei gefunden, an so einem Supermarkt. Da gibt es erstmal ein lecker Frühstück. Und das Tolle ist auch, ich habe mein Fahrrad im Blick. Jo, da würde ich mal sagen, guten Appetit. Ja, das Frühstück hat jetzt richtig gut getan.
bin jetzt 2-3 Kilometer weitergefahren und bin jetzt hier auf der Lechbrücke. Das ist der Lech. Und fahre jetzt hier rauf in die Altstadt nach Schongau. Hier geht es gerade richtig schön rauf. Und ich bin froh, dass ihr nicht sehen könnt, wie ich auf dem Rad sitze. Weil ich bin ziemlich nach vorne gebeugt und ganz vorne auf dem Sattel gerutscht, um den Schwerpunkt nach vorne zu verlagern. Das ganze Gewicht hier hinten, wie das Rad mir vorne abhebt. Das kann ich jetzt ja gar nicht gebrauchen, so eine Rolle rückwärts. So. Kilometer 23. Herzlich willkommen hier in der Altstadt von Schongau. Machen eine kleine Sightseeing-Runde. Radfahrer absteigen. Ja, machen wir das mal. Hat sich ja vielleicht jemand was bei gedacht. Und bei Kopfsteinpflaster und Feuchtigkeit ist das vielleicht auch nicht die schlechteste Idee. Hier jetzt noch mal eine letzte Impression von Schongau. Und klar, wenn hinten jetzt die Wolken nicht wären und man am besten noch die Alpen sehen könnte, ein bisschen Sonnenschein, wirkt das alles ganz anders. Und ich bin eigentlich schon ganz happy so. Es hat nämlich fast aufgehört zu regnen, es tröpfelt nur noch ein bisschen. Und da habe ich ja doch Hoffnung, dass mich heute auch noch mal die Sonne ein bisschen anlächelt. So, Spiegel mal ein bisschen wegklappen. Ich habe die Kamera ja fest am Lenker montiert. Mit einem kleinen Drehstativ. Das ist ganz praktisch, wenn es hier rauf und runter geht. Man die Hände am Lenker lassen kann. Und zur Not, das überlegt man sich ja auch, wenn man die Kamera in der Hand hat und man wird sie nicht mehr los, würde ich sie jetzt hier rechts ins Feld schmeißen. Ist aber noch besser, als wenn ich mich hier rechts ins Feld schmeiße. Und wir kommen jetzt hier bei Kilometer 30 nach Schwab-Niederhofen, Kreis Weilheim, Schöngau. Biergarten geschlossen. Ach, guck mal, jetzt sehe ich gerade auf meiner Karte, ich hätte gar nicht abbiegen sollen. Das hat mich so hier hingezogen. Also. Marsch. Ich habe den Biergarten gesehen und dachte mir, yo. Da ist das Schild. Der Lost Place hier hat aber auch schon mal viel bessere Tage gesehen, die Mühle. Aber wirklich idyllisch hier. Am Bach entlang. Meistens bin ich auch irgendwie der Einzige hier auf der Straße. Über ein bisschen Sonnenschein heute würde ich mich natürlich auch nicht beschweren, aber ist halt so, wie es ist. Ne? Christi! Ich glaube, die kommen nicht von hier. Die antworten nicht.
Das ist ja auch interessant, ne? Nach links ist die romantische Straße, nach rechts ist die romantische Straße. Aber wenn man hier abbiegt, ist es auch die romantische Straße und die Via Claudia Augusta und so weiter. Und der Lechradweg. Ja, ich fahre jetzt hier weiter. Herzlich willkommen in Eppach. Genau Kilometer 40 heute. Und genau nach 2,5 Stunden. Reiner Fahrzeit natürlich. Ich weiß ja nicht, wie viel Wasser der Lech hier normalerweise führt, aber nach Niedrigwasser sieht das zumindest nicht aus. Ich bin jetzt schon ein paar Meter hier auf dieser 13% Steigung unterwegs und ich weiß gar nicht, wie lange die ist. Ich habe mein tolles Garmin Edge 1030 Navi. Das hat dafür extra eine Seite. Die schaltet eigentlich automatisch um. Aber es tut es nicht. Wenn ich es auf Gravelbike stelle, dann tut es das. Verschiedene Profile. Wenn ich es auf E-Bike gestellt, hat aber damit eigentlich nichts zu tun, weil die Profile habe ich ja selber angelegt und selbst benannt. Aber es tut es nicht. Das ist dann ganz spannend jetzt für mich. Ich bin ja angeklickt. Und bei 13-14% sind sogar jetzt Steigung. Ich fahre 7 km/h im ersten Gang. In der Tourunterstützung habe ich gar keine andere Chance, als bis oben zu Ende zu fahren. Wenn ich jetzt ausklicken würde, hätte ich auf Schlag so langsam, dann kippe ich um eventuell. Und ja, wenn es gar nicht mehr geht, müsste ich mehr Unterstützung zuschalten. Und jetzt gerade hier bei Kilometer 42,3 genau, ist der erste Balken verschwunden von der Akkuanzeige und ich habe jetzt 396 Höhenmeter. Das ist okay. Konnte mir das ja gut einteilen. 116 insgesamt die Etappe nach Augsburg heute und nach dieser Steigung sollte eigentlich es nur noch bergab mit mir gehen. Mal eben locker 70 Kilometer nach Augsburg rollen. Das ist der Plan. So, jetzt wird's flach. Glück gehabt. Ich muss auch mal eben den Kamera-Akku wechseln. Da werfen wir mal einen Blick hier in meine Fahrradtasche. Und ich habe ja hier dieses Laptop-Fach hier bei meiner Falk Pro. Der große Vorteil ist, dass da die GoPro-Cases, 2 Stück, genau reinpassen. Ich habe noch eine ältere GoPro, da haben wir auch 2 Cases, also die Hero 9 und jetzt bin ich mit der Hero 11. Und hier habe ich jetzt halt die Akkus drin. Das ist echt praktisch, passt da genau rein. Wo wir gerade bei praktischen Taschen und praktischen Dingen sind, was hier auch praktisch ist, ist, dass ich einen Rolltopverschluss habe und das mit diesem Riemen verschlossen wird, den ich hier stramm ziehen kann. Und so habe ich halt die Möglichkeit, hier meinen Packsack einmal da so festzumachen. Und auf der anderen Seite habe ich halt so ein Gummiband. Und das hält auch schon ewig bei mir so. Da bin ich ja auch schon vor 3-4 Jahren den Rheinradweg mich gefahren mit dem Gummiband. Reichlingen, Kreis Landsberg am Lech.
Vilgertshofen. Bin jetzt kaum 2 Kilometer weitergefahren, jetzt bin ich hier in Stadel, heißt der Ort. Und schon wieder so eine schöne Kirche. Also wenn das heute so weitergeht, ist es fraglich, ob ich noch in Augsburg ankomme. Es sind noch 70 Kilometer, aber ist mal gerade auch erst 11 Uhr. Ja, das ist doch mal ein schönes Schild hier. 12% Gefälle, nicht Steigung. Mittlerweile 12 Uhr. Es war gerade nämlich gar nicht 11, sondern kurz vor 12. Schon wieder eine Stunde verbaselt. Hier Kilometer 55. Pitzling, Stadtteil von Landsberg. Wenigstens der Smiley lächelt mich an, wenn die Sonne mich schon nicht anlächelt. Die Leute, die hier wohnen, begegnen mir allerdings auch durchgehend freundlich. Und die Dame beim Bäcker heute Morgen hat sich erkundigt, wo ich herkomme, wo ich hin will. Und auch mehrere Leute auf der Straße immer freundlich gegrüßt und gelächelt. Haben sie wahrscheinlich gedacht, was macht der Idiot da im Regen. Aber egal, ne? Also da bin ich auch schon in anderen Gegenden unterwegs gewesen, wo keiner die Tageszeit kannte und mal eben guten Morgen oder guten Tag gesagt hat. Gefällt mir echt gut. Lechpark Pössinger Au. Wenn ich mal die Klappe halte und man der Natur zuhört. Echt ein idyllisches Örtchen. Ja, mit sowas kann man mich ja auch immer begeistern. Eine Eisenbahnbrücke. Ich brauche gar keinen Sonnenschein. Zeigt mir einfach eine Eisenbahnbrücke, da freue ich mich. Mittlerweile ja auch schon 13 Uhr gewesen. Kleines Hüngerchen bekommen. Ich habe einen Abstecher gemacht hier nach Kaufering, auch am Lech natürlich. Ich bin auch am Lech unterwegs. Und jetzt, wo ich zurückfahre zum Track, wo ich eigentlich lang muss, habe ich auch direkt was Hübsches ins Auge. Nämlich diese wunderbare Kirche. Sieht doch echt klasse aus. Auch hier wieder total idyllisch. Hinten sieht man noch die Kirche. Dieses Wasserkraftwerk.
Und schon wieder verfahren. Ich hätte gar nicht hier runter gemusst. Oh Mann. Das passiert mir ja aber auch konsequent. Ne? Ich habe ein Navigationsgerät. Hier hängen Schilder rum. Also kann niemand sagen, dass die Strecke schlecht ausgeschildert ist. Aber ich verfahre mich. Aber ich merke es dann ja auch sofort. Mittlerweile bin ich gut 73 Kilometer unterwegs. Okay, auf dem Garmin unten stehen 70, weil ich erstmal wieder auf den Track fahren musste. Aber 73 bin ich jetzt gefahren. Reststrecke noch 48 Kilometer. Höhe bis jetzt 544. Also 200 Höhenmeter kommen noch. Und ich habe noch 4 Balken im Akku. Das heißt ja auf jeden Fall, dass ich hinkomme mit dem Akku. Und das heißt, es ist auch die Zeit, um mir was zu gönnen. Ich schalte jetzt auf Tourmodus und fahre jetzt entspannt zu Ende Richtung Augsburg. So, Schubrakete. Herrlich. War es noch bei Geröll immer schnell fahren? Kein Scherz. Verleiht dem Ganzen mehr Stabilität. Je langsamer man fährt, umso mehr rutscht man. Was ist denn hier? Zweite. Da hat schon einer losgeflogen. Augsburg noch 30 Kilometer. Das sieht auch interessant aus der Ferne. Muss ich mir jetzt erstmal genau angucken. Offensichtlich eine Kapelle. Eine große Glocke und ein paar kleine Kapellen. Aha. So, bitte nicht Fahrradfahren auf dem Gelände, respektiere ich natürlich. Und da steht es auch, die Assisi-Kapelle zum Jahr 2006. Auf jeden Fall sehenswert. Ich habe auch die Möglichkeit, ein Päuschen zu machen. Jo. Kilometer 84 und herzlich willkommen in Prittriching. Offensichtlich lebt hier ein Aufkleberfreund. Ist ja auch interessant jetzt hier der Radweg. Ich wusste ja wohl, dass Flüsse renaturiert werden, aber Radwege, so wie der sich hier schlängelt. Wurde hier der Radweg renaturiert und der Fluss läuft gerade. Tippidoppi. Und was mir hier hinter dem kleinen Örtchen jetzt direkt auffällt, guck mal, die Straße, der Radweg, ist trocken. Es nieselt auch nicht mehr und jetzt gar nicht geregnet. Ja, Zeit mal die Regenmütze abzusetzen. Wenn man jetzt 6 Stunden so eine Mütze aufhatte, weiß man es auch richtig zu schätzen,
dass mal wieder ein bisschen Luft an den Kopf kommt und dass man auch wieder richtig hören kann. Es wird auch alles ein bisschen gedämpft, ne? Durch die Regenjacke. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Durchfall verboten von 19 Uhr bis 5.30 Uhr wegen Krötenwanderung. Dann kann man da ja auch super sein Zelt aufschlagen, ne? Kommt ja keiner vorbei. Ich habe jetzt überhaupt nicht mitgezählt, an wie viel von diesen Wasserkraftwerken ich heute schon vorbeigekommen bin. Ich glaube, das fünfte. So, einmal orientieren. Ich soll hier runter. Nicht schon wieder falsch fahren. Ja, bei den flachen Stücken habe ich den Motor jetzt doch wieder ausgemacht. Dann komme ich halt mit einem halbvollen Akku da an. Ist ja kein großes Problem, dass ich sie nicht leer fahre. Aber das Gesause von dem Motor in der Natur hier, das stört mich dann auch selber. Ne, also bei den Steigungen weiß ich ja sehr zu schätzen, dass ich ihn habe. Aber sonst mache ich ihn auch gerne aus. Landkreis Augsburg. Und da sehe ich noch andere Radreisende. Hallo. Hallo. Auch interessant, ne? Die haben jetzt beide nicht gegrüßt. Und dann kommen die wahrscheinlich nicht von hier. Habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Hier die Leute durchweg freundlich und immer am Grüßen. Da sieht das schon wahrhaft königlich hier aus, in der Nähe von Königsbrunn. So, was haben wir denn in Königsbrunn hier? Eine große Kirche. Und seht es mir nach, wenn ihr das hier seht und ihr von hier kommt. Ich bin einfach ein Kulturbanause. Da hatte ich mir vom Klang des Ortsnamens jetzt doch ein bisschen mehr von versprochen. Königsbrunnen. Und Königsbrunnen. Die gibt es ja bestimmt auch. Die habe ich noch nicht auf meiner Strecke. Aber ich folge natürlich ganz artig dem Weg, den Komoot als romantische Straße vorgibt. Das stimmt gar nicht. Ich habe die selber nachgeplant, aber nach der Originalwegeführung. Deutschland Route 9. Das scheint hier Königsbrunn so eine Never-Ending-Story zu sein. Ich fahre hier Kilometer um Kilometer. Aber immerhin gibt es hier einen Radweg. Ich habe hier praktisch an jeder Ampel rot. Und Ampeln gibt es hier eine ganze Menge. Weil sie natürlich für Autofahrer geschaltet. Ne? Ist ja auch keine Fahrradhauptstadt hier. So, die habe ich jetzt mal gekriegt. So, die Ausnahmeampel hier. Ups. Ja, guck mal, habe ich da noch was Schönes gefunden hier in Königsbrunn. Diese schöne alte Kirche. Also an alten Häusern mangelt es in Bayern offensichtlich nicht.
richtig was fürs Auge. Auf die letzten Kilometer hier nach Augsburg bin ich jetzt mal richtig mutig geworden. Ich habe die Regensachen ausgezogen und ist auch mal ganz angenehm, ne? Wie man wieder ein bisschen frische Luft an die Textilien kommt. Ne? Es regnet das schon fast mehr von innen, wenn man schwitzt, wenn es draußen nicht regnet. Aber ich bin mal ganz optimistisch, auch wenn der Himmel hier bewölkt ist, dass sich das jetzt hält. Mittlerweile bin ich jetzt 106 Kilometer unterwegs und ich habe noch 17 vor mir. Das ist ja echt überschaubar. 20 vor 4 haben wir es jetzt. Dann soll ich ja wohl irgendwie gegen 17 Uhr ankommen. Und ich gehe mal davon aus, ich habe jetzt nicht geguckt, dass die Campingplatzrezeption dann noch offen hat. In der Regel haben die ja Vorsaison bis 18 Uhr auf. Guck mal. Warte, ich muss mal eben die Kamera vom Lenker nehmen. So. Da das Wasserwerk und hier ist so eine Wildwasser heißt das nicht, ne? Kanu. Hast du nicht gesehen. Das kam jetzt zu überraschend. Auf die Herausforderung konnte ich mich nicht vorbereiten. Ich fahr mal lieber weiter. So, zack. Weiter geht's. Dann habe ich noch so ein bisschen wilderes Gewässer gefunden, auch so eine Anlage. Und habe gerade hier gesehen, das Schild. Muss mal eben warten mit dem Kameraschwenker, da läuft noch ein Kind durchs Bild. Hier ist das Kanu-Leistungszentrum. Kilometer 111. Herzlich willkommen in Augsburg. Wenn jetzt hier Kilometer um Kilometer auf irgendwelchen Wegen gefahren ist, ist doch eine Herausforderung jetzt hier für mich, an die Stadt zu gewöhnen. Also kleine Sightseeing-Runde Augsburg. Ich hätte es mir denken können, ne? Wenn ich die Regenhose ausziehe, die Regenüberschuhe, fängt es an zu regnen. Mittlerweile bin ich jetzt auf dem Campingplatz in Augsburg hier angekommen. Campingplatz Bella Augusta heißt der. Und ich war erst schon so ein bisschen irritiert, weil es stand nur Caravan-Camping. Und ich bin auch hier umgeben von Wohnmobilen. Aber es gibt noch ein kleines Stückchen Zeltwiese. Und ich habe die Reihenfolge heute mal verdreht. Also erst das Zelt aufgebaut und das Zeltaufbau-Bierchen hole ich mir jetzt. Es gibt einen Kiosk. Und wenn man an der Rezeption meinte, der hat so offen, wie er offen hat. Lass mich mal überraschen, ob der noch offen hat. Es ist jetzt 17.30 Uhr. Und Strom gibt es hier nicht auf der Zeltwiese, aber ich zeige euch gleich mal, die haben hier halt eine Möglichkeit auch für E-Bike-Akkus oder andere Akkus zu laden, die ich gar nicht mal so verkehrt finde.
Und zwar habe ich hier die Möglichkeit, meinen Akku in einem Schließfach hier richtig einzuschließen und dann da zu laden. Und zwar nicht nur mein E-Bike-Akku, es sind zwei Steckdosen drin. Einmal mein E-Bike-Akku, aber auch hier meine USB-Ladestation für die GoPro-Akkus, für die Mikrofone und so weiter. Das finde ich tippitoppi. Man zahlt hier 2 Euro, beziehungsweise man zahlt die gar nicht. Das ist nur reines Pfand, dass man den Schlüssel auch zurückbringt. Und die 2 Euro kriegt man wieder. Das habe ich bisher nur auf dem Campingplatz in Den Haag gesehen. Und da war das Geld dann auch weg. Also diesmal, wenn man aufgeschlossen hat, waren 50 Cent waren das da. Waren die weg, muss immer wieder 50 Cent bezahlen. Und hier kann ich zwischendurch auch mal ran und was wechseln oder Akkus tauschen und so weiter. Das finde ich wirklich tippitoppi. Jetzt gehe ich mal mein Zeltaufbaubierchen kaufen. So, Freunde. Zeltaufbaubierchen ist besorgt. Heute gibt es ein Schussenrieder Mein Helles. Das war das einzige Helle, was sie da hatten. Dann noch ein dunkles in dem Kiosk hier. Und die Gastronomie am Platz hat geschlossen. Ist Montag. Die zweite Flasche nur gekauft natürlich, damit ich die erste öffnen kann. Und da muss ich gleich mal ein bisschen das Internet bemühen. Muss mal schauen, ob ich eventuell noch selber kochen darf. Also wo ich den Supermarkt finde, dass ich auch was zu kochen habe. Oder ob ich eventuell noch irgendwie eine Pizzeria oder sowas finde. Oder ich habe ja schon zweimal ein Brötchen gegessen heute, ob das reichen muss. Aber erstmal hier das Zeltaufbau oder jetzt schon fast ein Weihbierchen. Zum Wohl. Und die Sonne ist rausgekommen. Was willst du mehr? Ja, liebe Leute, ich bereite mir jetzt noch so ein bisschen was zu essen hier zu. Mittlerweile 20 Uhr, frisch geduscht. Ich musste ja einkaufen gehen, weil ja montags ja alles geschlossen hat, alle Restaurantitäten. Und habe mir jetzt Maultaschen besorgt, ein bisschen Zwiebelsuppe, noch einen Salat. Obwohl, den schaffe ich gar nicht, ne? Noch so einen Fertig-Tee-Salat. Wenn man Hunger hat und einkaufen geht, dann kaufe ich ja doch immer mehr, als ich eigentlich brauche. So, und ich fasse den Tag mal so ein bisschen zusammen. Waren ja 120 Kilometer jetzt heute gut mit Einkaufen. Und da bin ich ohne Motor hingefahren. Muss ich mich mal selber loben jetzt hier, weil die habe ich ja schon im Schließfach gehabt. Das finde ich eine super Sache hier an dem Campingplatz. Das ist ganz toll, auch sehr nett, der Herr in der Rezeption. Alles tippitoppi. Was, wenn ihr mal hier hinkommen solltet, wirklich nicht so nett ist, ihr dürft nicht geruchsempfindlich sein. Wenn ihr in der auf die Toilette geht oder in die Dusche geht, das ist schon ziemlich schlecht gelüftet, sag ich mal. Also nicht, ob es nur heute so ist, aber wenn es noch wärmer ist, dann wird es noch extremer vor im Sommer. Und im Hintergrund hört ihr auch, irgendwelche Spielkinder sind hier mit irgendwelchen Sirenen am Spielen. Also geräuschempfindlich sollte man auch nicht sein. So, jetzt ein bisschen Zwiebelsuppe, nicht die ganze. Ich habe ja auch nicht so viel Flüssigkeit. Kann man ja mehrere Portionen. Und die Maultaschen habe ich hier schon, Settler Maultaschen schon geschnitten genommen. Aber original schwäbische Maultaschen. Ja, sonst Tag fand ich so völlig okay. Auch, dass ich mir die den Akku so eingeteilt habe für die Strecke, dass ich am Anfang doch immer darauf geachtet habe, den wirklich nur bei richtigen Steigungen zur Hilfe zu nehmen und sonst wirklich getreten bin. Sonst bin ich auch getreten, aber dann halt mit Muskelkraft allein getreten bin. Das hat sich ja auch ausgezahlt. Am Ende hatte ich dann noch 2 Balken über, als ich hier angekommen bin am Campingplatz. Ne? Und Restreichweite, ich hatte geguckt im Tourmodus, waren das so um die 40 Kilometer. Also kann man doch deutlich längere Strecken auch im hügeligeren Gelände zurücklegen, als ich gedacht habe. Und als andere mir auch prophezeit haben. Dann haben schon so manche, die auch im Bike fahren, gesagt, wie du gehst mit in hier romantische Straße mit nur einem Akku. Wie soll das denn klappen, ne, bei den Tagesetappen? Bis jetzt hat es geklappt. Ich will den Tag ja auch nicht vorm Abend loben. Morgen kommt ja auch noch ein Tag. Morgen geht es Richtung Nördling. Ich konzentriere mich mal jetzt so ein bisschen auf mein Essen hier. Sage danke fürs Zuschauen und nicht vergessen, Daumen da zu lassen. Und dann sehen wir uns im dritten Teil hier von meinem E-Bike-Abenteuer. Also bis morgen früh. Ciao.